Im Senegal ist bei Protesten gegen die Verschiebung der Präsidentenwahl ein Student ums Leben gekommen. Der Tod werde untersucht, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Allerdings seien die Sicherheitskräfte nicht dafür verantwortlich, da sie am Universitätscampus nicht eingeschritten seien. Am Freitag war es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. In der Hauptstadt Dakar setzte die Polizei Tränengas, Blendgranaten und offenbar auch Gummigeschosse gegen die aufgebrachte Menschenmenge ein. Weniger als 3 Wochen vor der geplanten Wahl eines neuen Staatsoberhaupts hatte der senegalesische Präsident Macky Sall den geplanten Termin von Februar auf Dezember verschoben. Damit bleibt Sall länger im Amt. Nach 2 Amtszeiten darf er auch nicht mehr antreten. Die Opposition bezeichnet den Schritt als Verfassungscoup. Bislang galt das westafrikanische Land als demokratisches Vorbild in der Region. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 hat es im Senegal nach Wahlen 4-mal einen weitgehend friedlichen Machtwechsel gegeben. Nun sehen Beobachter erste Schritte zu einer Diktatur.